Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Witcher 3 Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's natürlich weiter mit der Mätressenliste. Und wir suchen Rosar Far'atre und wir vermuten, dass sie sich in diesem Haus befindet und eine Gespielin von Rittersporn war. Abgeschlossen. Schlüssel benötigt, okay. Aber das sehen wir schon auf der Minikarte. Muss anscheinend nur einen kleinen Umweg nehmen. Vielleicht können wir hier schnell ein paar Krähenauge können wir hier sammeln, wofür wir das auch immer benötigen könnten. Jetzt hier hinein, irgendwie, irgendwo, seht ihr was? Hier noch ein paar Kisten. Manuskriptseiten zu verfügen. So, ich dachte jetzt, hier gibt es hier vielleicht einen geheimen Eingang oder sowas. Nicht? Soll ich hier tatsächlich irgendwie hochklettern? Könnte ich denn jetzt einen Schlüssel? Komm, kletter über die Mauer. Komm. Ich wollte gerade sagen, warum brennt der Busch? Der Busch brennt gar nicht. Natürlich nicht. Oh. Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame. Ruhe. Lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Aber Fräulein, das ist ein Hexer. Er hat es am Tor selbst gesagt. Hauptmann, meinst du, Rosa Var'atre würde sich von einem dahergelaufenen Trampel ausbilden lassen, der sich Schwertmeister nennt? Die Var'atres verlangen das Beste, und das sind Hexer. Bring ihn in den Übungsraum, sofort! Jawohl, Fräulein. Okay, die Mätressenliste und die Quest wurde aktualisiert. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Okay, was steht da Schönes? Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter. Komm mit. Okay. Muss ich die jetzt mit einem Holzschwert verprügeln, oder was? Oder muss ich Respekt zollen? Was meint ihr? Was würdet ihr machen? Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Muss ich die vermöbeln? Hör auf zu prallen und kämpfen! Soll ich die jetzt so richtig vermöbeln? Das passt mir echt gar nicht. Wollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Verdammt, bist du schnell! Au, au, au.
Hör auf zu prahlen und kämpf! Verdammt! Gut gekämpft! Du bist viel besser als der Letzte! Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Die ist irgendwie ganz schön zickig, oder? Hatten wir das nicht bereits besprochen, oder ob das wohl Zwillinge sind? Bild ich's mir ein, oder haben wir eben darüber gesprochen? Im Garten. Im Garten? Ja, richtig. Im Garten. Also, was sagtest du noch gleich, warum du hier bist? Ehe ich frage, muss ich sagen, dass du recht gut mit dem Schwert umgehst. Lass nur deine linke Flanke nicht offen, wenn du ausweichst. Oh ja, schreckliche Angewohnheit. Werd ich einfach nicht los. Hatte gehofft, jemand aus Novigrad könnte mir dabei helfen. Aber verwirr mich nicht mit Ratschlägen. Du hast schon gestanden, dass du nicht zum Training hier bist. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche. Okay. Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Aua! Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Ja, warum denn nicht? Die ist ja eigentlich ganz süß. Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Jaruga. Moment, dann warst du das im Garten? Natürlich war ich das. Warum? Wollte Rosa dich für dumm verkaufen? Nicht böse sein. Das ist ein uraltes Spiel. Wir wurden schon immer miteinander verwechselt. Lassen wir uns das mal erklären, oder? Meine Frauen und meine lieben Freunde, die ihr zuschaut. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Wer von euch hat sich mit Rittersporn getroffen? Kein Grund zur Aufregung, Lehrer. Ich erklär's dir. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich durfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Wir fragen einfach mal, ob er sich in letzter Zeit seltsam verhalten hat, weil normalerweise vögelt er ja mit jedem rum.
Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Das kommt mir aber doch ein bisschen komisch vor. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen, kovirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kovir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen. Müssen wir uns noch mit Politik auseinandersetzen? Was meint ihr? Ich sag mal, ich muss los. Oder nee, wir nehmen das noch mit. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Ach nee, doch nicht. Anderes Thema. Nee, doch nicht. Warum ist das gerade so hell und dunkel geworden? Ich muss los. Tschüss, Mädels. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Wann und wo? Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast, sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut, bis dann. Bis dann, Meister Hexer.150 Erfahrungspunkte. Ist noch irgendwas zu entdecken hier? Nö, die Kleine trainiert. Die andere ist motzig. Bürstet sich ein wenig das Haar. Ach, schon gut. Geh nur noch ein bisschen plündern. Kräuterschnaps und so. Oh, das nervt mich so, dass die Schwerter immer ständig verschwinden. Echt, das nervt mich so dermaßen. Entschuldigung, ich bestehle euch mal eben, okay? Ah, ne, nix anderes. Oh! Geh mal so weg, ich guck mal ein bisschen um. Wenig wirklich Nützliches, würde ich sagen. Ich hatte irgendwie gerade keinen Bock, da wieder stundenlang Gelaber über den Krieg zu hören und so. Entschuldigt, ich hoffe, das war nicht... Was? Nützlich? War es jetzt nützlich oder gewöhnlich? Nützlich. Nützlich, gewöhnlich, nix, was uns... Ey. Nix, was uns interessieren würde. Vermutlich ist das Haus jetzt hier auch einfach... Nicht mehr so interessant für uns. In der Luft. Kennst du den? Ist aber auf jeden Fall das sehr schick. Das ist verbranntes Fleisch. Okay. Nee. Ich würde sagen, ich gehe raus. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas Tolles finde. Und wenn, dann müsste ich hier 2 Stunden lang jedes Regal wieder absuchen. Da habe ich auch keinen Bock drauf, gestehe ich jetzt einfach. So, berate dich mit Soltan. Das können wir machen. Sammeln hier mal noch ein bisschen was ein. Ein bisschen Krähenauge. Mir fehlt noch ein ganz klein bisschen was von dieser Monster-Gedöns-Essenz, dass ich auch die richtigen Handschuhe tragen könnte zu meiner Rüstung. Und ja, auch bis zum Schwert dauert es noch ein ganz klein bisschen, befürchte ich. Los, komm, über die Mauer springen. Yeah! So. Jetzt wäre die Frage... Ob wir uns noch irgendwo mit einem Schmied oder sowas auseinandersetzen wollen. Maul. Oder ob wir irgendjemandem hier noch was verkaufen können.
ja eigentlich hier so. Was ist das denn hier überhaupt? Wieso kann man hier so in den Untergrund gehen? Das gucken wir uns jetzt zumindest mal einmal ganz kurz an. Wahrscheinlich ist das jetzt überhaupt nicht relevant für uns und taucht erst in der späteren Quest auf oder irgendwie sowas. Heute wechselt ab und zu mal so ein bisschen die Beleuchtung, habt ihr das gemerkt? Ich habe einen Apfel gefunden bei einem Toten. Ja, also was Leckeres konnte ich mir jetzt auch gerade nicht vorstellen. Also jetzt ist es auf einmal Nacht geworden, alles klar. Wahrscheinlich fängt es jetzt gleich auch noch an zu regnen, oder was? Ich darf meine Jacke nicht wieder nass werden lassen. Ich kriege Haue. Ist das hier ein Händler oder sowas? Nee, ne? Komm her! Kommt alle her! Wird wieder hell. Was ist denn hier mit dem Wetter sieht los? Sieht nach Regen aus. Ja, sieht nach Regen aus, habe ich auch gesagt. Dann wollen wir mal gucken, ob wir noch vielleicht irgendwo ist das hier... endlich mal die Gelegenheit für ein Bad. Was? Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo noch einen Schmied finden. Dann kann ich mal irgendwie... Ich habe so ein paar Schwerter, würde ich sagen, im Gepäck, die wir loswerden können. Die wir verkloppen könnten. Noch ein bisschen mehr so eine gammelige Stadt hier, ne? Junge, lauf weiter, das brauchst du hier nicht sehen. Können wir noch ein bisschen was einsammeln? Mann, 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 hier die Männer des Jokers, du. Haben aber auch wieder auf Streit abgelegt, was soll ich gerade sagen? So, wir sind überladen, meine Freunde. So ein Zufall. Das passiert uns ja in letzter Zeit doch relativ häufig. Oh, hier ist ein Ausrufungszeichen, da solltet ihr mich ja auch darauf hinweisen. Nett, dass ihr das gemacht habt, dass wir das noch mitnehmen können. Einfach nicht aufzuschütteln. Ah, hier kriecht ein Hexer rum. Seht, leichenblasses Gesicht, tierhafte Augen. Maul, du. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxel, vor Waldschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich hab dir eine Frage gestellt. Wie viele? Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Oh, 10 Erfahrungspunkte. Mann. So, und ich habe immer noch keinen Schmied. Da noch ein paar Schreinersleute, würde ich sagen. Die hobeln. Ich finde, generell gibt es zu wenig Geschäfte in dieser Stadt. Ist hier unten nochmal ein Marktplatz? Ich hoffe doch. Hier wird auf jeden Fall ein Händlersymbol angezeigt. Das ewige Feuer wird unseren Weg erleuchten. Wow! Hier, die arme Städterin? Nein, hier ist der Händler. Da. Kaufmann. Die besten Vorräte in ganz Novigrad. Nicht drängeln, es reicht für alle. Ja, natürlich. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang.
So, meine Freunde, ich werde jetzt hier Folgendes machen. Ich werde jetzt hier die überschüssigen Schwerter und mal gucken, wie viel Kohle hat er. 525 ist ja so oder so nicht so viel. Ich werde jetzt hier die überflüssigen Teile verkaufen, die ich hier übrig habe. Die ganzen Schwerter, Äxte, Beile und die ganze Rotze und so. Und ja, wenn euch das noch interessieren sollte, könnt ihr jetzt dranbleiben. Ansonsten würde ich einfach in dem Moment schon sagen, könnt ihr gerne abschalten. Das war es nämlich für heute ganz einfach. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nett, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen und ansonsten lasst es halt bleiben oder schreibt mal wieder einen Kommentar in die Kommentare und ja, danke dafür. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, und haut rein.